Akrevis Invest wird Ihnen präsentiert von der Akrevis Bank. Es ist Zeit für den Blick auf die Wirtschaft. Guten Abend und herzlich willkommen zum Akrevis Invest. Florian Keller, diese Woche sind in den USA und der Eurozone die Daten zu der Industrieproduktion veröffentlicht worden. Was zeigen diese Daten konkret? Ja, in den USA ist letzten Monat die Industrie leicht gewachsen, um 0,1%. Der Sektor hat aber weiterhin ein bisschen Mühe, um auf die Touren zu kommen. Die hohen Zinsen drücken auf die Investitionen und auch die weltweite Wachstumsabschwächung hilft der Industrie in den USA nicht. Sieht die Industrieentwicklung in der Eurozone besser aus? Nein, die sieht nicht besser aus. Im Gegenteil, sie sieht noch ein Stück schlechter aus. Anfangs Woche sind die Industrieproduktionsdaten für den November rausgekommen. Europa ist da immer mit der Datenlieferung ein bisschen langsamer als die USA. Die Industrieproduktion ist mit minus 0,3% zum dritten Mal in Folge gesunken. Vor allem in Deutschland und in Italien läuft es nicht gut. Die Industrie hofft, dass die Europäische Zentralbank EZB bald Zinsen senken tut, damit sie wieder Wachstumsimpuls bekommen. Ein Schweizer Industriewert ist unter anderem Geberit. Das Unternehmen hat diese Woche seine Zahlen für das vergangene Jahr publiziert. Hat Geberit den Gegenwind von höheren Zinsen und steigenden Baukosten auch gespürt? Ja, richtig. Die negativen Trends und der Gegenwind in Deutschland, wo ihren Hauptmarkt ist, haben sie auch gespürt. Darum ist auch der Umsatz im letzten Jahr um 9% gesunken. Positiv war aber, dass sie die Rentabilität verbessern konnten. Ihre EBITDA-Marge konnten sie steigern auf 30%. Die Aktie von Geberit hat diese Woche trotzdem einiges an Wert verloren. Ja, mit dem Luxusgüterkonzern Richemont hat diese Woche ein weiteres SMI-Unternehmen ihres Zahlenset für das letzte Quartal präsentiert. Können die Zahlen überzeugen, Herr Keller? Ja, Richemont hat ein gutes Weihnachtsgeschäft gehabt. Die Konsumenten haben vor allem viel Schmuck gekauft. Und darum ist der Umsatz im letzten Quartal hat er zugelegt um 4% auf 5,6 Milliarden Euro. Bei den Regionen war vor allem das Wachstum in Asien gut gewesen. Mit diesen Zahlen konnten sie die Erwartungen der Analysten übertreffen. Die Aktie von Richemont ist nach diesen Zahlen nach langer Zeit mal wieder sehr stark gesucht gewesen. Aktuelle Umsatzzahlen gibt es auch vom Schokoladenhersteller Lind & Sprüngli. Können die Ergebnisse, die Lind & Sprüngli publiziert hat, am Dienstag überzeugen? Sie haben ziemlich gute Zahlen präsentiert und auch die Erwartungen übertreffen. Sie haben im letzten Jahr mit 5,2 Milliarden Schweizer Franken ein neues Rekordergebnis erzielen, also einen neuen Rekordumsatz. Vor allem das organische Wachstum von mehr als 10% war sehr stark. Alle Regionen haben zu dem sehr guten Wachstum beigetragen. Jawohl, mit dem Gesundheitskonzern Galenica, der auch Apotheken wie Amavita betreibt, hat gestern ein weiteres Unternehmen seine Umsatzzahlen vom letzten Jahr veröffentlicht, hat Galenica die Erwartungen erfüllen können? Ja, Galenica konnte die Erwartungen ganz so knapp erfüllen. Sie haben im letzten Jahr ein Wachstum von 4,4% und ihre mittelfristigen Ziele können bestätigen. Das heisst, jedes Jahr ein Umsatzwachstum von 3-5%. Es wird ein Gewinn erwartet auf Vorjahresniveau. Nicht um einen Gewinn, sondern um einen grossen Verlust geht es beim Schweizer Solarunternehmen Meyer Burger. Mitte Woche hat die Firma einen grossen Verlust und eine Standortschliessung in Deutschland bekannt geben. Warum läuft es bei Meyer Burger trotz dem Solarboom nicht so wirklich? Ja, es ist anscheinend schwierig, die eher teuren Solarmodule von Meyer Burger zu verkaufen. Sie spüren vor allem die billige Konkurrenz aus China. In China ist die Produktion nicht nur günstiger, sondern der Staat zahlt auch einiges mehr an Subventionen zahlen, wie beispielsweise die Länder in Europa. Der Betriebsverlust von 126 Millionen Franken bei einem Umsatz von 135 Millionen Franken ist sehr, sehr happig. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Politik aus Europa oder aus den USA wird helfen. Zusätzlich braucht aber das Unternehmen momentan dringend Geld. Sie haben einen grossen Kapitalbedarf und ihr Liquiditätspolster ist nicht mehr ganz so gross.
Florian Keller, danke vielmals für die Informationen. Ihnen daheim vielen Dank fürs Interesse. Weiterhin einen ganz schönen Abend und einen guten Start ins Wochenende. Akribis Invest ist Ihnen präsentiert worden von der Akribis Bank.